Und da sind wir auch schon wieder, Leute. Part 7, Let's Play 4-2. Und es geht direkt los. Mir ist leider gerade ein Anruf dazwischen gekommen und ich werde diesen Part nicht allzu lange spielen können. Ich nehme an, so eine Viertelstunde sollte ich knapp hinbekommen. High five, Mann. Gesagt High five. Gar nicht mit dem Aufzug fahren. Beckett, ich habe eben Aristid in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich werde sie einholen. Seht zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draußen. Die Tür ging verdammt schnell auf. Das hat mich erschrocken. Ja, ich habe noch kein Medikit gebraucht. Okay, wenn hier schon Schutzweste, Munition und alles rumliegt, kann das ja nichts Gutes verheißen. Kamera. Hier ist auf jeden Fall... Oh, was ist jetzt? Oh, 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 oh. Mann, oh V. Ah, jetzt kapierst. Verpiss dich. Kann ja harzen, dass ich mich hier wegbewege. Oh, lol. Okay, wie viel kommt von euch, Mistviecher, ne? Ich bin bereit. Okay. Aber wie ich bemerkt habe, ist die Pumpgun sehr effektiv gegen diese Fische. Ich glaube, wir wurden hier operiert, weil wir hatten ja eben... diese Musik. Ist hier noch irgendwo so ein Vieh oder was? Der ist ganz schön zerfleddert. Aber gut, jetzt ist die Musik weg. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Was für Geräusche. Kurze FPS-Anbrüche. Okay, da kommen wir schon mal nicht rein. Aber da kommen die Sauviecher her. Was ich sagen wollte, das scheint der Operationssaal zu sein, in dem wir operiert wurden. Weil erstens mal hatten wir gerade die Vision da oben. Und zweitens mal sind hier diese grünen Nadeln, von die wir da in diesem einen Video gesehen haben, also in dieser einen Cutscene. So, okay. Can he see? Schon wieder mehrere Fragezeichen. Was steht da? Piss! Weiß nicht, wie gut ihr das erkennt auf dem Video. Elolias Rest. Ich kann es nicht lesen, es scheint aber auch irgendeine andere Sprache zu sein. Erstmal die Pumpgun.
diese Saufische ist die echt effektiv. Zusammen mit der Zeitlupe. Machen wir mal den Eingang da frei. Ich bin ganz ehrlich, ich will gegen diese Saufische eigentlich gar nicht kämpfen. Ja. Ich muss noch die ganze Zeit den Finger auf der Zeitlupentaste lassen. Wir müssen ihr helfen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Jankowski. Sie weint. Nee, ich höre das nicht. Aber Junge, was geht bei dir ab, Alter? Was ist das? Kann man die Scheiße irgendwie abschalten oder so? Filmen die das auch noch, ehrlich gestört. Na gut, wir werden dann hier mal ins Haus der Liebe vordringen. Ach du Scheiße. Ian, was ist das? Ein Auge in irgendeinem Haufen. Das Licht flackert wieder. Dann werden wir doch gleich auf Alma treffen. Was sind das für Haufen, Mann? Gedärm oder was? Das frisst das Vieh nicht mit oder wie? Who is he? Ja. So. Ja gut, es bringt ja nichts. Ah, okay. Sergeant Jankowski starb vor ihren Augen, zerrissen von einer Art chirurgischen Maschine. Inzwischen sind Kommandoeinheiten für Geheimoperationen der Armaken dabei, die Anlage systematisch zu zerstören. Sie müssen hier raus, bevor das ganze Gebäude zusammenbricht. Snakefist hält daran fest, dass sie von jemandem namens Alma gejagt werden, die sie absorbieren will. Absorbieren? Hallo? Okay Leute, ich werde jetzt hier aber leider aufhören müssen, weil mir ein bisschen Real Life dazwischen kommt. Von daher bedanke ich mich fürs Einschalten. Das war Part 7 von Let's Play 4.2 und wir werden uns dann nächstes Wochenende wiedersehen, und zwar wenn es weitergeht mit Part 8. Bis dahin Leute, schönen Sonntag noch. Macht's gut, ciao.